Altschnipsel Nummer 10. Äffle und Pferdle. Äffle und Pferdle sind die zwei Zeichentrickfiguren des SWR, also Südwestrundfunks, früher SDR, Süddeutscher Rundfunk. Sie sind die zwei Stars des SWR-Fernsehens. Sie wurden in kurzen Einspielungen, sogenannte Werbetrenner, im Werbefernsehen, im Vorabendprogramm des SWR-Sendegebiets, im ersten deutschen Fernsehen, also ARD, eingesetzt. Ziel ist es, die Zuschauer durch schwäbische Kurzfilme zum Lachen zu bringen. Erfinder der Figuren ist der Filmproduzent Armin Lang, der eigentlich aus Oberbayern stammt. Er hat sich alle Äffle- und Pferdespots ausgedacht und zu Lebzeiten auch alle selbst gesprochen. Als erstes ist es Pferdle entstanden und das Pferd ist auch das Wappentier von Stuttgart. Also eigentlich logisch. Am 2. Januar 1960 ist es zum ersten Mal auf vier Beine über den Bildschirm trabt. Zuallererst als stilisierte Strichzeichnung, später mit mehr Mimik. Und mit der Zeit ist dem Pferdle alleine zu langweilig geworden. Deshalb hat sich 1963 dann das Äffle dazugesellt. Ein tierisches Traumteam, würde ich sagen. Und ab 1967 waren die beiden dann auch in Farbe. Und Pferdle ist dann auch auf zwei Beinen dahergekommen. Aber die beiden waren immer noch stumm. Erst 1974 konnten sie sprechen gelernt. Zuerst waren es zaghafte Tierlaute, aber bald haben die beiden breites Schwäbisch geschwätzt. Und menschlicher sind sie dann dadurch auch geworden. Und 1986 ist dann zu den zwei Schwaben und die kurpfälzische Pudeldame Schlabinchen dazugekommen, die von der Schauspielerin Elsbeth Janda gesprochen wurde und wegen der großen Popularität wurde da auch manchmal längere Einspieler produziert, unter anderem auch mehrere, wo die beiden gesungen haben. Und am bekanntesten ist der Hafer und Bananenblues und auch die Version von der Schwäbischen Eisenbahn, die ist auch bekannt. Das Pferdle war dann auch unter anderem das Maskottchen von der Leichtathletik-WM 1986 in Stuttgart. Und bis heute wurden insgesamt über 1900 Äffle- und Pferdespots für der SDR bzw. jetzt SWR produziert. Und aktuell werden die Ideen und Stories vom Sohn von Armin Lang Junior und seinem Team der Lang Filmmedienproduktion in Stuttgart umgesetzt.